Ich glaube, Aragorn hat diesen Krieg definitiv verloren. Außer sie bekommen jetzt noch überraschenderweise Kriegssubventionen. Wie bitte? Außer wir bekommen überraschenderweise Kriegssubventionen. Und gar nichts mehr. Mit Aragorn ist besetzt. Ja, und Portugal wird gerade von meinen Vasallen und von meiner Personalunion kaputt gemacht. Yep, und ich besiege die Truppen. Was denn, Neptun? Verzieh dich doch nach Indien. Verzieh dich doch nach Indien. So wie ich es gemacht habe bei uns im privaten. Du hast es. Erstes Ziel ist erstmal. Du bist Amerika. In Thailand. Du bist in Thailand. Na und? In Indien bin ich halt nicht, konnte ich halt nicht landen, weil wir erst. Weil wir 500 Jahre zu früh da sind. Kann ich doch nichts für. Ein Hauch von Schuss. Ja. Ich bitte dich, ich habe ein riesiges römisches Reich. Ich kann jetzt nichts dafür, ich habe Skandinavien eingenommen, meine englischen Gebiete und komplett Frankreich unter meiner Kontrolle. Was soll ich denn da noch machen? So, meine lieben Abonnenten, schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr nicht zufällig auch von diesem Spielstand mal die Map sehen wollt, wie wir uns so aufgebaut haben und so. Dann könntet ihr mal sehen, was passiert, wenn, wenn wir am Rad drehen. Ja. Meißen ist groß geworden. Bin ich groß geworden? Ich bin der neue Papst. Mal wieder. Meißen ist ein ziemlich großer Stadt im Heiligen Römischen Reich. Können sie auch gerne sein. Sie sind mir freundlich gesonnen. Der Vatikan. Alien. Was haben wir denn da? So. Fuck. Was machst du? Es gibt noch Österreich? Ach ja, da. Ja. Ich hoffe mal, das schaffen sie. Ansonsten habe ich ein kleines Problem. Sieht gerade aus. Sieht nicht gut aus, sieht nicht gut aus, sieht nicht gut aus, sieht nicht gut aus. Alter, Portugal ist auch mit dem Krieg mit Al-Mord. Egal, komm, versuch noch. Alter. Ne, das könnt ihr vergessen, hier gerade. Portugals Kriegskarte an. Ihr geht nach hier oben. Genau, Portugal. Ihr zieht euch erstmal zurück. Diplomatiekarte. Ja, das ist das, was ich gesagt habe. Also, Westeuropa ist im Krieg, mit Ausnahme von. Ja, also Frankreich ist auch noch da irgendwie mit drin. Schade, dass man das nicht komplett anzeigen kann. Doch über Aragorn. Wenn man mal auf die Kriegskarte von Aragorn sieht, ist ganz Westeuropa im Krieg, mit Ausnahme von Almohad. Ja, bei Portugal ist noch der Almohad dabei. Ja. Das reicht sogar erstmal. Was mir überhaupt nicht gefällt. Sehr schön. Militärzugang von Portugal? Die wollen wahrscheinlich einfach nur irgendwie raus. Ich bin im Reich, was wollen die bei mir? Weg. Die wollen einfach nur weg. Wie wollen sie denn da hinkommen? Die wollen weg, einfach nur weg. Wie wollen die denn da hinkommen zum Weg? Ich habe jetzt gerade eben gedacht, ich habe riesige Segel in meinem Schiff. Das wäre auch nicht so schön gewesen. Ach ja, ich hab's geliebt, nicht Minecraft zu werden, Lernen gerade zu erobern. Hat mir einfach auf 250 Dinare gebracht. Ich möchte dich haben. Das reicht mir auch erstmal. Ach, Gwen ist gerade so ein effektiver Verbündeter, da tut's mir fast schon wieder weh, dass ich die gerade integriere. Ja, bei mir mit Burgund auch, das ist voll scheiße eigentlich. Die sind meine besten Vasallen, wenn man so sehen will. Ja. So. Außerdem kostet mich das all die diplomatische Macht, die ich verdammt nochmal brauche, um Frieden zu schließen. Ich bin, glaube ich, seit 20 Jahren im Krieg mit Lothringen und kann keinen Frieden. Diplomatische Macht, fuck, die habe ich ganz vergessen. Ah, dann kann ich Lanze ja gar nicht annektieren. Ich kann ihn nicht mal vassalisieren, weil das ja auch 50 kostet. Ah, fuck. So, es hat's trotzdem gebracht. Gedingen ist eine gute Provinz. Geld haben die mit Sicherheit auch keins. Ach, super.
Baden erbittet mich. Ich habe Baden gerade bekriegt. Du hast es bekriegt. Baden, Baden, Baden. Ja. Baden. Das ist, nee, Elsass. Lothringen. Muss es doch da irgendwo sein. Ist blöd. Nürnberg, Meißen. Ach ja. Immer wieder dieses lange Armee aufladen. Ach, da ist Baden. Ah, die Samen sind gerade Scherama. Mit Schweden im Krieg. Okay. Boah, Savoy. Ich will Savoy endlich diesen scheiß Frieden unterbreiten können. Los, komm schon. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Was war das? Asien ist in die Luftflug. Keiner wird auswandern. Dafür meinst du, macht Dänemark einen Countdown? Nein. Ich weiß doch, dass unter meinem Arsch auch eine Bombe liegt. Please what? Das, ja, ich weiß nur noch nicht, wann der explodiert. Please what? Ich oh mein Gott. Sag bloß, du musst ein Mr. Hanky ins Klo setzen. Was? Kennst du nicht Mr. Hanky, den Weihnachtskorb? Ja klar, aber nein, muss ich nicht. Andi, wie kommst du da drauf? Ja, du sagst, du hast eine Bombe. Na dir, ich mein. Mhm. Kennst du das nicht? Wenn Hunde irgendwo hinkacken, dann hat man das auch Lampmine. Ja, trotzdem. Also wir sollten jetzt schon mal realistisch bleiben. Sagst du das gerade wirklich? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das Zeug, das ich gegessen habe, war nicht so gut für mich. Kann man sich jetzt drüber streiten? Ach. Nein, eigentlich nicht. Ach. Oh fuck, ich muss ehrlich warten, bis ich mit Schweden erst wieder mal Krieg haben kann. Naja, so dann kann sich mein Land ein bisschen aufladen. Ich verstehe nicht, warum Norwegen bloß 1000 Mann hat. 3000 Kolonien. Warum so wenig diplomatische Macht? Russischen König. Ich habe auch einen russischen König. Bisher ist der alte Sack alt. Alter, mein Thronfolger ist viel stärker als mein momentaner König. Das macht mich traurig. Wir haben 5-2-6 König und kriegen 3-3-2 Thronfolger. Daher kann ich eine Pfeife rauchen, dafür ist er noch zu gut. Macht in Russland. Es muss doch eine Chance geben, wie ich eine Personalunion erzwingen kann. Aus mit Finnland. Ja, weil da geht's auch gut voran. Ah, schau, was haben wir denn hier? Ach ja, Vasallen sind so mega praktisch. Wenn es um Rebellen geht. Ja. Da sind die am besten, ich glaube, Mehr Einnahmen. Mehr Einnahmen für Zauber. Also ich glaube, in diesem Spielstand könnte das Byzantische Reich sich wieder fangen nach Großreich waren. So wie ich das sehe. Ich glaube, die haben sich schon wieder gefangen, kommt jetzt nur auf Rom drauf an. Und auf Kuman, das sind die zwei gefährlichsten Gegner, die sie im Moment haben. Hm. Wobei, von Kuman aus dem Osten könnte noch was Schlimmeres kommen, und zwar die Mongolen. Wenn die richtig getriggert sind, dann müssten sie eigentlich kommen. Waren die nicht schon? Nein, die Mongolen haben, glaube ich, 1233 Europa erreicht. Wenn ich noch richtig das in Erinnerung habe, ungefähr so in den Dreh rum. Also nur 15 Jahre. Weil die Kumanen sind ja auch nichts anderes als Steppennomaden und dann sind sie von da drüben rübergenommen und haben geritten und haben die Gebiete übernommen. Wobei die Mongolen echt overpowered sind in dem Mod. Das wird auch schon gemerkt, ja.
Ich habe mir den mal gespielt und mir gehört halt Gesamtasien. Ich stehe kurz vor Europa. Mir gehört einfach alles hinten. Der gesamte Osten gehört mir. Gesamtchina. Alles. Ich versuche halt auch gegen die anzukommen im Moment irgendwie in einem anderen Spiel. Und also so wirklich, die hauen einem dermaßen die Schrauben kaputt. Ich muss vielleicht zwei, drei Provinzen von denen zu besetzen, dann schlagen die mich zurück. Ich muss bei meinem lateinischen Kaiserreich weiterspielen, damit habe ich mich auch langsam gefangen und werde größer. Ein Provinzstaat, mitten hier unten, bloß Konstantinopel im Besitz, wächst an. Das finde ich ja bloß geil. Und das ist echt das so eine ging mega Arbeit. Ohne diplomatische Macht. Ja. Da, da, da. Oh, komm schon. Ich wollte gerade noch vorschlagen, auf 3 zu erhöhen. Da, 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 dam. Da, 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 dam. Dafür kann ich aber nichts. Das ist zu. Moment, wer von uns ist Zuckerer? Also wirklich, Franken, was soll denn das? Du hast unser Spiel ausgebremst. Auf jeden Fall. Ja. Derjenige mit der schnellsten Internetleitung. Ich hab's alles gemacht. Ich geb's ja zu. Tut mir leid, bitte nicht schlagen. Habt ihr eigentlich schon geupgradet? Mit Kabel Deutschland kann man mittlerweile 200 Mbit Leitung haben. Ja, das würde mich aber nicht interessieren. Problem ist, dass die mir mehr mit ihrer scheiß Werbung auf den Sack gehen. Naja, dann kannst du dir aber auch Vodafone nehmen. Das bietet es mittlerweile auch an. Ja. Aber jetzt bei Telekom, also. Eigentlich auch zufrieden mit. Ja, ich fange jetzt an, über die Telekom zu lästern. Sie können mit gedrosseltem Internet keine YouTube-Uploads machen. Zu lästern. Das ist definitiv richtig, aber es ist egal. Nun ja, ich meine, die Verkäuferin am Telefon besagt, die Aushilfe war auch cool mit ihrer Begründung. Ja, warum kann ich damit gedrosseltem Internet keine YouTube-Uploads machen? Ja, das ist gesperrt. Ja, warum ist es gesperrt? Was gibt's denn dafür einen Grund dafür? Ja, das müssen Sie sich das so vorstellen. Wenn Sie ein Auto haben, das auf Reserve steht, können Sie damit auch nicht mehr 180 auf der Autobahn fahren. Ja, aber das, was hat es denn das mit der Geschwindigkeit zu tun? Ja, es geht nun mal nicht. Ja, aber warum? Das hat mich so aufgeregt. Oh, verdammte Scheiße. Hundekot, 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 Hundekot. Das überleben Sie das? Nee, das schaffen Sie nicht. Deine Armee ist ohne Scheiße gelaufen? Anscheinend, weil einfach die Rebellen nur übersehen werden, das sind mit meiner Moral niedrig war. Nee, was wollte ich jetzt sagen? Sagt sie ja, mit einem fast leeren Tank können sie auch nicht 180 auf der Autobahn fahren. Habe ich gesagt, ja, ich möchte nicht 180 auf der Autobahn fahren. Ich möchte mit 30 auf der Landstraße mal YouTube-Uploads machen, sagt sie. Nein, aber das geht nicht, das geht nicht. Jetzt geht's komischerweise wieder. Ja, ja, ja. Böse Telekom. Böse Telekom. Jetzt habe ich mich doch im Let's Play beschwert. Darf ich das überhaupt? Ja, oder? Ja, glaube schon. Ich mache ja damit keine Werbung. Nee, du was war die Werbung? Das ist auch nicht so das Prickeln. Also, es gibt YouTuber, die können das. Es gibt welche, da sollte man es sich überlegen. Also. Ich glaube, du gehörst eher zu denjenigen, wo man sich das überlegen sollte. Ja, obwohl gleichzeitig auch wieder nicht, weil du eigentlich komplett unbekannt bist und Teil und sau sich dafür interessiert, was du da machst. Ja, noch. Später solltest du dann einfach alle deine Videos überpiepen. Da wirst du dann wohl deine Videos alle manuell nachbearbeiten müssen. End. Ganz ehrlich, das ist mir eigentlich relativ egal. Let's ich bin play für frei. Deep. Ich bin für freie Meinungsäußerung. Das ist immer noch ja, aber YouTube natürlich nicht. Ein anderes Argument, ja. Doch, YouTube ist eigentlich auch für freie Meinungsäußerung. Das Einzige, was ist, sind wirklich die deutschen Sender, die YouTube auf den Sack gehen. Das ist genauso wie damals RTL das Video von Giga gesperrt hat, nachdem RTL übelst über die Gamer hergezogen ist. Und dann stimmt, hat Giga halt gemacht, Giga explodiert. Und ich meine, es ist nicht so schlimm gewesen. Ich habe einfach bloß mal über die Hygiene und so gefragt, wie die Hygienezustände bei der RTL sind. Ja, da war jemand, der wäscht sich in der Dusche mit Haarseife und alles. Und haben sie halt darüber berichtet. Natürlich. Ja. RTL sieht es sofort. Kritik an ihrem Video, allgemein Kritik an ihrem Kanal. Nicht an ihrem Kanal, halt an ihrem TV-Sender. Sofort drauf und einfach das Giga-Video sperren lassen. Haben sie sofort lauter Anwälte hinschickt. Einfach so krass. Ja. Alter, wie lange dauert eine Integrierung von Yen bereits? Lang genug, aber ich habe halt Probleme mit der diplomatischen Macht, aber ich hab's erfasst. Ja. Geh mal nach oben rechts und guck mal kurz. Ja.
Halt einfach deine Maus mal drauf, auf deinen Diplomaten und dann sag mal, wie viele Tage. Das kann ich so nicht sagen, also wie lange das jetzt schon geht. 2829 Tage. Jo, ich habe 3761. Oh. Ich bin bei 87%. Ich bin jetzt bei 95,2%. Ja, aber sag mal, da merkst du halt noch so ein bisschen auf der einen Seite die Macht der TV-Sender, aber auch auf der anderen Seite die Panik der TV-Sender. Denn Fakt ist, dass YouTube und alle anderen Online-Streams einfach das Unterhaltungsmedium jetzt sind. Hm. Und die Fernsehsender verlieren immer mehr an Bedeutung, zumal du da keine Flexibilität hast. Da schauen eigentlich nur noch Leute rum, die mit Computern jetzt nicht so viel zu tun haben. Und bis auf wenige Ausnahmen, wenn mal ein guter Film läuft oder sowas. Und insofern merkst du da eben auch einfach denen ihre Panik. Na, deswegen finde ich eigentlich das, was ProSieben macht, gut. Weil die versuchen nicht irgendwie gegen YouTube zu steuern und so, sondern sie tun uns mit der Welle mitschwimmen sozusagen. Ja. Die unterstützen ja. YouTuber, machen auch Werbung für denen und gleichzeitig tun die YouTuber sozusagen auch immer wieder, ich weiß nicht, ob YouTuber jetzt so Werbung für denen machen, aber auf jeden Fall weiß ich ja, dass Gronkh und Sarasa sind ja auf jeden Fall bei ProSieben verpflichtet. Ja, 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 da ist doch auch dieses eine Event, wie heißt das denn nochmal? Ach, Last Man Standing. Last Man Standing, genau. Hat ProSieben auch. ProSieben organisiert. Genau. Stefan Raab hat schon die Hälfte von denen zu Besuch gehabt. Hm. Also ProSieben ist halt wirklich, wie du sagst, die schwimmen mit der Welle mit. Und auch sonst das Programm von ProSieben, das kannst du dir halt noch angucken. Also gerade die Sendungen von Stefan Raab, da diese ganzen, gerade hier Schlag den Raab oder die ganze Sendung, das ist halt einfach noch. Davon bin ich jetzt nicht so sehr der Fan. Was ich eher mag, ist wirklich noch, dass sie die guten Sendungen bringen wie How I Met Your Mother oder Big Bang Theory, weil das ist was, da kannst du einfach reingucken mal. Ja gut, auf die Sendungen bezogen auch, ja, definitiv. Wenn du auf RTL, sag mal, man schaut auf RTL, Sat1, Vox mittlerweile auch, du findest bloß noch irgendwelche Serien vom Nachmittag oder so ähnlich, die eher assis sind. Ja. Ich fand's neulich witzig, ich hab ja mal bei einem dieser Sender reingeschaut, in einer Serie, in dem ein Anwalt die ganze Zeit dann redet über Sachen, in die sie ja sein soll. Da habe ich mal überlegt und mal nachgefragt, nachdem, also mir selbst im Kopf nachgefragt, was hast du gerade heute wieder darüber gelernt? Das stimmt doch gar nicht. Ach, du meinst du vielleicht verklag mich doch von Sat1? Nee, von Vox ist das, glaube ich. Nennen? Ja, ja, ist es bei Vox, ja. Alter! Das war echt, Ich hab's ja. Also ein paar Sachen davon sind nicht schlecht, aber das ist also... Ja. Das ist, und du denkst dir echt... England nicht. Und... Warte. Kann Frankreich nicht Frieden machen? Frankreich nicht Frieden machen? Gegen wen kämpft Bremen? Warum willst du mit Frankreich Frieden machen? Nein, Frankreich soll mit Aragorn Frieden machen, dann kann ich Vasalisierung machen. Hoffentlich. Oh, ich möchte diesen verdammten Thron beanspruchen. Gut, ich kann sogar beide Armeen behalten, sehr schön. Ich möchte Norwegens Thron haben. Wie werde ich König anstelle des Königs? Hey, wir haben eine gemeinsame Grenze, Neptun. Ja. Ah, Fake Revolt in Lannister. Fuck. Das nenne ich einfach mal Groß-England. Warum will Thüringen im Stabilitätsbündnis holen? Ach, Thüringen, was denkst du dir denn dabei? Gut, dann werde ich mal aufrüsten. Achso, nee, kann ich nicht, weil meine Manpower unten ist. Keine. Auf wie viel Mann kannst du das aufrüsten? Ich habe jetzt Limit 87. Frag mich, was ich auf, wenn ich Burgund annektiert habe. Damit dürfte ich dominant sein. Ach, das war jetzt gerade das Falsche. Nein, Kumar oder so ist noch über dir. So, die Cheater, Statistik, da will ich doch hin. Ja, ich bin zweitgrößter. Ich müsste drittgrößer sein, ne? Dürftest du aber wieder an mir vorbei. Mit Burgund dürftest du aber wieder an mir vorbeiziehen. Du jetzt schon 70 ja. Hast. Das vorher war geil. Du hattest 69, ich hatte 70. Ja, dann wirst du wahrscheinlich auf 90 hoch oder so. Also ich nehme an, dass es so knapp bleiben wird. Hm. Ach, das lohnt sich doch gar nicht. Problem ist nur, ich kann meine Truppen auf keinen Fall so hoch finanzieren. Weil irgendwie liegt mein Truppenunterhalt ein bisschen sehr krass viel Geld.
zahle im Moment für meine Armee 28. Ja, ich zahle 15. Irgendwie geht mir schon auf den Sack. Ich zahle 12 und mach trotzdem noch Minus. Wie viel zahle ich denn für meine Armee? 11,55. Boah, ich bin jetzt auch bei 97%. Was hat denn Burgund eigentlich von der Armee? Okay, 8,2. Soll ich mal Frieden mit Aragorn schließen? Ich bin dann raus aus dem Krieg, kann aber 140 Dukaten mitnehmen. Ist Britag, nee, ist dein Vasall? Britannia ist mein Vasall. Wenn der rausgeht, hab ich mit Toilette abgebrochen, die Belagerung. Und 100%! Achso, ja, ich warte noch auf die ab. Nice! Hallo neue Armee? Hallo richtig teure Überpowerung? Ja, dann stell eine eigene drauf hier. Ära ist ja zum Beispiel fertig. Ja, ich schicke die gerade. So. Dann schauen wir doch mal Statistik. Nee, wie liegt mein Truppenlimit? Scheiße. Was denn? Du liegst genau 3 über mir. Ich lieg nur bei 84. Kannst Primeko fordern von, von Aragorn? Ireneo. Ich hätte lieber Geld gehabt, aber... Weil da kann ich Aragorn als Vasall nehmen. Ja, geht. Kann ich dann noch abkaufen halt dann. Ah, ich krieg auch trotzdem Geld von denen. Ich hab nicht genug diplomatische Macht. Den 3 diplomatische Macht, Moment, einen Monat noch. Oh, es ist so perfekt. Oh, es ist so perfekt. Die Provinzen sind so perfekt für mich. So, ich zahle jetzt gerade 41, gut, ich zahle 14.